Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich muss mal dringend wieder was essen. Jetzt weiß ich gerade nicht. 3500, 2000. Moment, das war die Gemüsesuppe. Die wollte ich aber eigentlich verkaufen. Die ist sowieso kleiner. 2500 und 2000. Da wollten wir mal gucken. Wie viel kriegen wir davon? Bauernsalat. Ja, komm, dann ziehen wir den jetzt einmal hier runter. Damit wir hier wieder komplett voll sind. So. Ach so, können wir noch irgendwas machen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir beim letzten Mal nochmal geguckt hatten. Gekochtes Spaghetti und so können wir alles... Was ist denn das eigentlich? Waldkräuter. Hatte ich nicht Waldkräuter? Oder hatte ich irgendwie Wildkräuter? Ist das was anderes? Nee, oder? Oder habe ich das hier reingetan? Weil die ist ja irgendwie... das war das Schwefelzeug. Nee, da ist es nicht. Ich hätte sonst gesagt, dass ich die hier drin gehabt habe. Aber kann auch sein, dass wir die schon alle... komplett durch haben oder so. Da bin ich mir nicht sicher. So, Eier sehe ich jetzt hier aktuell keine drin, weil da muss ich ein bisschen gucken. Das ist schön, wenn die sich vermehren. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man dann auch noch mal ein paar Eier haben kann, damit man ein bisschen was zu essen machen kann. Okay, hier ist jetzt nicht so viel drin. Schätzelein, du bleibst hier, ne? Du hast, glaube ich, immer noch die Order, dass du hier bleibst. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich gucke gleich nochmal nach. Okay, hier ist aber soweit alles okay. Da kann ich dem jetzt nur was sagen. Da kann ich jetzt nicht... Na gut. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Fühlt sich gut. Erdbeerstaude. Lebensdauer 6 Tage. Das ist, ja, toll. Nehmen wir das mal mit. Achso, das war... Moment, das war doch kein Baum hier. Wir haben doch nur einen Baum gehabt. Das ist ein Baum? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber er braucht ja sowieso ziemlich lange. Von daher, wir werden es hoffentlich bald erfahren. Was haben wir denn jetzt? Sonntag. Achso, ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht mit euch... Was bist du denn? Du bist eine Maus. Ach, guck mal. Ich wollte mit euch ja eigentlich gar nicht in die Stadt gehen. Aber ich wollte mal eben schauen... Weil ich hatte ja in der letzten Folge was, glaube ich, gesagt, dass ich mich noch um die Leiter kümmern muss. Und wir haben das Rezept ja gekauft. Aber wir brauchen das Steinholz. Und ich weiß nicht, wo wir das Steinholz herbekommen. Und wir brauchen natürlich auch noch die Leiter, die wir damit verarbeiten. Weil sonst habe ich nämlich keine Leiter mehr. Ich glaube, bei mir ist das nicht so gut, wenn ich jetzt hier gucke, ne? Obwohl, naja, da oben ist noch was. Aber ist das Steinholz? Ich denke eher nicht, oder? Dann ist auch noch die Frage natürlich, ist... Was ist denn das Rote? Ach, das ist ein Vogel, oder? Das ist ein Vogel. Gehe ich mal von aus. Dann ist natürlich auch noch das Problem, Steinholz, so vom Namen her würde ich jetzt sagen, das ist halt eben Holz. Das sah ja... Ach so, doch, es sah auch so aus wie Holz, ne? Die Sachen wollten wir eigentlich verkaufen in der Stadt. Das machen wir mal so rum. Dann habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Ne? Eigentlich müsste ich die Sachen wegtun, bevor ich jetzt hier rumlaufe. Die Frage ist nur, kann ich das überhaupt mit dem Werkzeug machen? Weil sowas hier kann ich ja... Nadelholzstumpf. Sowas hier kann ich zum Beispiel nicht machen. Aber Steinholz, was soll das denn... Also wo soll ich das kriegen, besser gesagt? Das sind doch alles Nadelbäume hier. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich zwischendurch mal auf sowas gestoßen bin. Bin ich denn jetzt hier? Ich wollte da oben mal bei dem einen gucken. Das hier ist Kupfer. Das würde ich zwar gerne mitnehmen, obwohl, na, ein bisschen Platz haben wir noch.
Ja, ist Kupfer, ne? Wenn ich das. Ja. Brauchen wir halt auch immer mal wieder, ne? Deswegen ist es halt ganz gut, wenn man es zwischendurch mal mitnimmt. Hallo? Zwischendurch mal mitnimmt. Ach so, das ist dieser. Ach ja, dann müssen wir den jetzt liegen lassen. Das ist, glaube ich, alles Sandstein. Und wo ist das, was ich jetzt hier gesehen habe? Das sieht man hier drauf gar nicht mehr. Das wäre laut dem Ding genau hier. Aber hier ist doch gar kein Holz, hä? Na gut, dann nicht. Moment, dann machen wir es anders. Dann machen wir einmal... Dann gehen wir mal in ein anderes Gebiet. Hier könnte man natürlich auch mal ein bisschen nach oben gehen, aber es ist halt alles normales Holz, ne, so wie ich das hier sehe. Ich werde jetzt mal eben die... Achso, nee, dann macht der das ja mit rein, wenn ich das automatisch sortiere. Das wäre vielleicht nicht so günstig. Das kommt zu dem anderen. Das kommt auch zu dem anderen. Ah, nee. Das haben wir hier. So. Nee, das ist Laubholz. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch noch gar kein Steinholz. Ich meine, das habe ich sonst immer hier drin gehabt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Die Sachen tun wir auf jeden Fall erstmal weg, damit wir ein bisschen Platz wieder haben. Den Rest können wir behalten. Die legen wir auch rein, aber die legen wir natürlich jetzt nicht hier rein, sondern da, wo ich schnell drankomme. Nämlich da wieder rein. So. Und dann werden wir mal gucken. Das sind ja alles Nadelbäume. Ich wüsste jetzt nicht, wo man das herkriegen soll. Aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht mehr so mit Holz, also beziehungsweise mit, nicht mit Holz, mit Bäumen aus. Ich weiß auch nicht, ob wir das mit dieser Axt überhaupt machen können. Das ist ja immer noch diese Standard-Axt vom Anfang an. Mach mal hier, bevor ich hier die ganze Zeit das Ding drin habe. So ein fieser Matsch, ja, finde ich auch. Warte mal, hier ist aber etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe, glaube ich. Ach doch, hatten wir doch schon mal gesehen. Wieselfarnblüte. Okay, ja doch, die haben wir schon mal gesehen. Da haben wir auch irgendwas von zu Hause. Ja, du bist auch ein normaler Baum hier, ne? Mangobaum, okay. Rotbaum? Habe ich doch was verpasst? Ja gut, dass es keine Nadelbäume sind, ist mir schon klar. Das war, glaube ich, auch zu hart. Ne? Smaragdholz? Wie sieht denn so einer aus, wo ich dann... Oh, jetzt ist die große Frage. Ist das zu nah am Gebiet von dem einen? Oh nein, wir können es machen. Oh, wie geil. Peter Haya. Was zur Hölle? Was ist das? Nee, du wirst jetzt nicht müde. Wir sind hier gerade unterwegs. Du kannst jetzt nicht müde werden. So. Ah nee, da hinten ist noch einer. Moment. Ist aber wieder ein normaler Baum, oder? Ich kann ihn nicht so sehen. Ach, das ist ein Nadelbaum, oder? Ich sehe den nicht so. Überlänge. Ah, es ist ein normaler Nadelbaum. Okay. Oben ist wahrscheinlich auch nichts anderes. Diese halbnackten Bäume hier, das sind wahrscheinlich auch keine anderen, ne? Hier ist auch wieder normales Holz. Warum liegt hier das Holz im Wasser drin? Kann ich das? Ja, kann ich. Sehr schön. Ich klaue einfach mal das Holz. Och, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass dir jetzt die Augen zufallen. Ich muss hier dieses blöde Holz noch finden.
wollte gerade sagen, kann ich das nicht ziehen? Wenn wir zumindest irgendwo mal was finden würden, sodass ich schon mal weiß, wie das aussieht. Das wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Laubholz. Ja, natürlich ist es Laubholz. Nehmen wir natürlich auch gerne mit, weil haben wir ja sonst auch nicht. Aber das sind wieder die kahlen Bäume. Ich habe doch keine Ahnung, wie so ein Baum aussieht. Ganz, also wie ein Baum aussieht schon, aber den hier kann ich, glaube ich, hoffe ich, ja, kann ich abernten. Ach, das waren die Pflaumen. Okay. Den kann ich auch. Wo bin ich denn? Da bin ich. Was ist hier drin? Mangofrüchte. Oh, cool. Okay. Da die ja nicht verderben, ist das natürlich wunderbar. Dann kann man hier mal ein bisschen in der Gegend rumlaufen und mal ein bisschen die Sachen einsammeln hier. Das sind zwei. Deswegen sah das so groß aus. Stehe ich jetzt davor? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, okay. Man kann es jetzt nicht so richtig sehen hier gerade. Ja, nehmen wir einfach nochmal alles mit, was geht. Bevor mir die Augen komplett zufallen. Übrigens, wenn meine Stimme sich ein bisschen quietschig wieder anhört, dann tut es mir wirklich leid. Aber es wird im Moment nicht wirklich besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir nehmen jetzt hier alles mit, was die da so auf den Bäumen wachsen haben. Das ist ja für die Natur, also von der Natur, für uns unter anderem. Wir nehmen alles mit. Vielleicht verhungern wir dann doch nicht über den Winter. Ich meine, da müssen wir auch noch ein bisschen dran denken. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass man da ein bisschen vorarbeiten muss, weil man halt nicht viele Sachen anbauen kann. Hä? Ich bin doch die ganze Zeit unter dem Baum. Jetzt aber. Ah, die Frage ist, welcher von euch Bäumen... Also einer ist der Mangobaum, okay. Aber gibt es auch noch einen Baum hier, von dem ich Steinholz holen kann? Ich weiß, dass du erschöpft bist. Du bist ständig erschöpft. Das ist nichts Neues. Was bist du denn? So eine Art Weide oder so? Pita-Haya-Baum. Okay. Wieder was Neues. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, die Frucht, die wir eben mitgenommen haben. Aber es ist halt... Was ist das denn hier? Ach, der ist gemeint. Ich würde doch nur gerne dieses Holz holen. Und ich weiß nicht, was davon das Holz sein könnte. Och, jetzt hat sie keine Schöpferkraft mehr. Jetzt will sie mich doch veräppeln. Oh. Okay, dann müssen wir einmal nach Hause. Wir sind jetzt da in dem Bereich. Das wir uns ja schon mal merken können. Wetten, dass das jetzt einer dieser grünen Bäume gewesen ist? Garantiert. So, wir haben hier die Pflaumen. Die können wir hier schon mal reintun. Dann ist das diese komische Pita-Haya-Dingsbumsfrucht. Und das ist eine Blüte. Und das ist nochmal Mango, ist auch nochmal eine Frucht. Ich bin Expertin in Früchten. Nein, Quatsch. Ach ja, ist ja gut. Ich will ja Richtung Bett mit dir, aber das dauert so lange. Ach, das habe ich bei Kronen schon gehasst. Und dann habe ich mir alles persönlich eingestellt, dass so ein Kram nicht drin ist. Und dann kommt man wieder normal laufen, wenn man überlastet. Also da war es jetzt halt, wenn man überlastet war. Und dann war ich happy. Dann habe ich das Spiel doppelt so gerne gespielt, weil es war doch sehr nervig, weil ich bei Kronen ständig überlastet war. Das habe ich auch hier drin. Sehr schön. Und ansonsten können wir alles eigentlich drin lassen und müssen uns jetzt nur irgendwie Richtung Bettchen noch schleppen. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen oder ob wir das hinkriegen. Ich will es hoffen. Aber ich meine, hey, immerhin ist der Tag dann rum, dann können wir auch in die Stadt gehen und dann können wir mal gucken, wie teuer nochmal die Leiter war. Weil die war teuer, aber ich glaube, wir konnten sie uns leisten. Ich bin mir nicht sicher.
Dieses beruhigende Geräusch. So. Nehmen wir 5 Uhr, würde ich sagen, weil wir müssen ja erstmal. Nee, Moment, wann machen die mal auf? Um 8 Uhr, oder? Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da müsste 6 Uhr eigentlich reichen. Ja, sagen wir 5 Uhr. Ich muss ja noch suchen. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, wer wo überhaupt. Wie, du könntest noch im Bett bleiben? Um die Uhrzeit bin ich schon lange ausgeschlafen. Wie, du fängst mir jetzt wieder an, von wegen, du hast keine Dings mehr. Da ist soweit alles okay. Keimt in einen Tag. Was war denn das überhaupt? Ach so, Urkorn. Ach ja. Was ist mit euch? Ihr habt Eier gelegt. Ihr habt Eier gelegt. Ich bin so glücklich. Also ein Ei, aber egal. Wenn denn mal... Ach so, das muss ich jetzt mit der rechten wieder aufnehmen. 2. Wieso muss ich die Eier mit der rechten? Ja gut, wenn man links benutzt. Ja gut, aber ich benutze ja den Korb. Und da habe ich doch auch immer links gedrückt, oder nicht? Ehrlich gesagt, ich mache das so automatisch. Ich achte da gar nicht drauf. So, okay, sehr schön. Dann laufen wir jetzt aber trotzdem... Das ist noch nicht fertig, oder? Lebensdauer 118 Tage. Der ist schon fertig, oder was? Nee, ist noch zu jung, um der... Jetzt sag mir nicht, der muss 118 Tage keimen. Hä? Hallo, das ist Korn. Bitte nicht. Oh halt, ich sehe hier was. Moment, was ist das? Die 8. Hier. Ich nehme alles, was essbar ist. Und was auf Bäumen wächst. So. Du bist wahrscheinlich wieder normales Holz, nehme ich mal an. Ne? Ich kann es irgendwie nicht unterscheiden von der Optik her. Ich weiß auch nicht, warum. Das will in mein Köpfchen nicht rein. So. Ist auch wieder normales Holz. Das ist okay. Nehmen wir halt auch nebenbei mit, wenn wir können. Ne? Wir sollten auf jeden Fall noch etwas zu essen. Huhn ist erwachsen. Oh, schön. So, wir gehen jetzt trotzdem in die Stadt. Ich hoffe, dass die montags geöffnet haben, weil sonst raste ich hier aus. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin will. Moment, wer verkauft denn jetzt die Ernteleiter? Könnte das bei Alfred im Laden sein? Also Alfred und, wer war denn das? Magda? Ich weiß es gerade nicht mehr. Könnte das sein, dass die... Das war dieser... War das nicht dieser Affenbrotbaum? Hier unten darf ich jetzt wieder nicht, oder? Ist wieder zu stadtnah, ne? Oder? Nee, das geht. Das geht noch. Sehr schön. Dann mache ich das hiermit auch. Sehr geil. Wo bin ich denn überhaupt jetzt? Ja, doch. Ich dachte eigentlich, dass der das dann... Was ist denn mit den Pilzen hier nicht in Ordnung? Ich dachte eigentlich, dass der dann sagt, das ist zu nah an der Stadt dran. Aber okay. Was bist du denn hier eigentlich? Kann man dich ernten? Sägezahnblatt. Okay. Hier ist auch noch irgendwas, ne? Oder? Nee, ist noch zu jung. Na gut. Ja, es ist. Die kann man, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, das sind die gleichen dann. Okay. Hier unten darf ich sowieso nicht ernten, aber naja. Finde ich sehr schade, wie gesagt, weil. Ne, soll doch eigentlich für die Allgemeinheit da sein. Wenn es sowieso gar keiner holt, ist das auch komisch. Hier links zum Beispiel, den würde ich gerne abernten. Oder den. Hier ist zu viel, was ich gerne abernten würde. Aber ich darf nicht. Achso, wo muss ich überhaupt hin? Moment. Das ist doch hier, ne? Alfred und... Ja. Ich hoffe, dass die jetzt auch die Ernteleiter haben. Oder ich muss die Ernteleiter bei dem Schreiner hier holen. Da habe ich jetzt aber den Namen vergessen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm,
Hier war der Schreiner. Ich hoffe, ich laufe noch richtig. Ich bin nebenbei jetzt am gucken, wer der Schreiner war. Ach, Till war der Schreiner. Der war weiter oben, glaube ich. Ist doch hier, ne? Ja. Heißt aber auch gleichzeitig, dass das hier, meine ich, der Laden war. Ah, halt, stopp. Ich hoffe, die wird jetzt hier nicht geerntet. Das wäre es noch. Nee, aber ich glaube, eine Leiter haben die echt nicht. Ich denke mal, ich muss zum Schreiner, dass ich jetzt mal wieder... ja. Obwohl, die haben auch einen Eimer. Also rein theoretisch könnten die ja auch eine Leiter haben. Ja, nur mal so am Rande. Was sind das hier? Plan Erntewerkzeuge. Ach so, das war das, wo das so kombiniert war, glaube ich, ne? Was ist das denn hier? Prägung. Okay, ja. Würde ich alles gerne haben, aber ich habe halt kein Geld für den ganzen Kram, ne? Wir haben gerade mal 10.000. Wir gurken auch die ganze Zeit so ein bisschen bei 10.000 rum. Ach so, kann ich mit dir eigentlich noch reden? Hast du irgendwas Neues für mich zum... Wusstest du schon, dass Esel sogar Felsboden zu feiner Erde verwandeln könnten? Ja, wusste ich. Danke, tschüss, Magma. Magma. Magda. Oh Gott. Ich bin ein bisschen abgelenkt durch den Hund draußen, der hier so am Bellen ist. Ich weiß nicht, ob man das drin hören, also jetzt über die Aufnahmen hören kann. Eigentlich habe ich ein sehr gutes Mikrofon, was solche Sachen rausfiltert. Schreiner Till, der wäre jetzt hier oben links. Da ich mir immer noch nicht die Gesichter merken kann oder die Optik, weiß ich nicht, ob der mir gerade entgegenkam. Aber ich vertue mich da eh immer wieder. Okay, er ist zumindest nicht am Arbeiten. Warum? Jetzt sag mir nicht, der ist montags nicht am Arbeiten. Er ist ab 12. Was ist denn das für ein fauler Hund? Ja, da bin ich ja schon die ganze Zeit hier. Ah. Ja, hi. Was machst du denn jetzt hier? Das hier, das habe ich im Wald gefunden. Okay, bis später dann. Ach so, Waldbären. Warte mal, ich glaube, die brauche ich für meinen Eichhörnchen. Dankeschön, Colin. Warst du Colin? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da stand Colin. Du bist Till? Ah ja, du fängst mir schon wieder was an zu erzählen, hier von wegen, dass sich das Holz verzieht. Ja, wie geht's, Colin? Warum geht er jetzt da rein, wenn er jetzt sowieso anfangen muss zu arbeiten? Sein Geschäft ist doch hier rechts. Hallo? Du fauler Hund. Jetzt mach mal was hier. Ich bin extra so früh aufgestanden. Wir müssen... Ja, pass auf. Dann gehen wir erstmal kurz zu... Erstmal kurz zu Mona. Die ist ja eh hier drüber. Dann verkaufen wir da erstmal ein paar Sachen. Weil nachher... Ich habe es irgendwie so ein Gefühl... haben wir da nicht genug Geld, um das zu kaufen. Und das wäre es dann auch, also ist dann auch irgendwie schlecht, ne? So, hi Mona. Ich weiß nicht, ob du auch mit mir reden kannst nochmal. Hallo Gameplayerin. Alle Kunden sind bei mir willkommen. Ich habe von allem etwas und kaufe dir auch fast alles zu einem fairen Preis ab. Kann ich nicht beurteilen, ob der Preis fair ist. Also so eine riesige Inflation habe ich noch nie erlebt, aber ich werde das mal so annehmen. Das lief besser als erwartet. Was denn? Ja, ich bin auch ganz glücklich, dass wir nun diese einfache Lösung gefunden haben. Ach so, mit dem Typen. Markus, eigentlich ein netter Kerl, aber wie wir alle, hatte auch er seine Schwächen. Du hattest aber auch eine grandiose Idee. Ich dachte, das ist doch das Einfachste. So können wir eine konfliktbeladene Situation verwandeln und fortan zusammenarbeiten. Wir werden beide genug verdienen, um gut leben zu können. Und keiner muss dem anderen etwas neiden. Wenn das nur die Menschen in meiner Welt begreifen könnten. Ja, die können ja auch nicht begreifen, dass Krieg immer nur so ein Spiel in Anführungszeichen von einer Handvoll Menschen ist, weil für einen anderen bringt es ja finanziell nichts. Stimmt, ich vergesse immer, dass du eigentlich von woanders herkommst. Woanders? Wirklich, ganz woanders. Und ich bin nicht sicher, ob ich noch zurück möchte. Also ich würde nicht zurückgehen, ganz ehrlich. Also es sei denn, mein Freund wäre jetzt noch da oder so, ne? Aber jetzt so von der Umgebung her, nee, danke. Du hast schon jetzt viel Gutes für unsere Gemeinschaft getan. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei uns wohlfühlst und bei uns bleibst. Gibt es noch etwas zu tun? Ja, über den ganzen Ärger mit Marco habe ich einiges liegen lassen. Vielleicht kannst du ein wenig aushelfen. Ich bezahle dich natürlich auch für die Arbeit. Klar, das mache ich gern. Wenn ich bezahlt werde, sowieso. ich habe einen Auftrag über eine neue flache Steinmauer.
von Alfred bekommen und Tom kommt nicht nach mit den vielen Bestellungen. Vielleicht kannst du die Steine beschaffen und die Mauersegmente bauen. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Steine beschaffen ist die eine Sache, aber wie mache ich die Mauern? Steine beschaffen, Mauern anfertigen, das geht klar. Sehr schön. Hier hast du noch den Bauplan. Ach, ich dachte schon. Außerdem möchte Alfred auch das zugehörige Gatter haben. Bekommst du das auch hin? Wenn das ist, wofür ich die Vorlage habe, ja. Ein Gatter sollte ich auch bauen können. Gut, dann komm wieder, wenn du beides fertig hast. Hier auch noch den Plan für das Gatter. Ach so, okay. Ist ein anderes Gatter. Ich dachte, das wäre jetzt das Gleiche, was wir schon mal hatten. Dann nicht. Ach, so ein Stein. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt nur gucken, aber klar, der lernt das dann ja direkt. Also so ein Steingatter, okay. Ist eigentlich logisch, weil es geht ja um eine Steinmauer. Dementsprechend geht... Achso, Moment, ich wollte ja bei dir noch was kaufen. Dementsprechend geht das auch über... geht es wahrscheinlich auch über Tiere. Also dass die eingemauert werden sollten, wollte ich gerade sagen. Dass man... Also es ist halt für Tiere, ihr wisst, was ich meine. Mann... Ich bin ja gerade völlig... Was wollte ich denn jetzt überhaupt bei... Ach, ich wollte was verkaufen. Ich wollte ja gar nichts kaufen. Ich sehe jetzt nur gerade die Sachen hier. Was ist das hier? Eine Handtasche. Ich sehe jetzt nur gerade die Sachen hier und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat sie auch die Sache da mit der Ernteleiter. Weil herstellen kann ich die nicht. Da fehlte mir ja irgendwas zu. Allerdings kann ich das hier... Ach nee, Moment. Die Ernteleiter, da fehlte mir der Plan, glaube ich, zu. Weil man eine leichte Ernteleiter braucht. Das war's. Nein, wenn ich da jetzt drauf klicke, dann verkauft die. Ich wollte mir ja nur was angucken. Gut, also. Ist jetzt richtig, ne? Wir sind bei Mona. Moment, Mona. Wieso Mona? Ich wollte bei Emma verkaufen. Was rede ich denn hier für einen Quatsch? Ach, ich bin schon wieder falsch. Aber gut, dass ich mit Mona nochmal gesprochen habe, nebenbei bemerkt. Ich mache heute wieder nur Blödsinn irgendwie. Ich merke das schon. Aber bevor ich jetzt zu Emma rübergehe, gehe ich jetzt nochmal ganz schnell hier zu Till, hieß er, glaube ich. Na, kommst du jetzt mal auf die Idee zu arbeiten? Das ist aber schön. Jetzt beweg dich mal. Wir haben gleich schon 13 Uhr, nicht mehr 12 Uhr. Ich ernte dich jetzt. Achso, da muss ich hin. So, erstmal Dialog. Ach nee, Moment, der redet ja eh nur über Quatsch mit mir. Da. Das ist eine Ernteleiter. Aber ich brauche doch eine leichte Ernteleiter, oder? Ach, scheiße. Ach nein, ich meine, für das Rezept brauche... Nee, Moment, der hat aber gesagt, ich habe die Leiter. Dann brauche ich nur eine normale, oder? Weil er hatte das angezeigt, dass ich die hatte. Und das, ich habe ja nur meine dabei. Ich kaufe jetzt die normale auf Gedeih und Verderben. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Aber ich mache es trotzdem... Achso, Moment. Plan... Gute, leichte Ernteleiter. Warum zur Hölle ist der Plan genauso teuer wie die Leiter selber? Normalerweise sind die Pläne dann doch eigentlich günstiger, weil man die ja sowieso, man braucht ja noch viele andere Sachen dann dafür. Duriterz weiß ich auch gar nicht. Smaragdholz? Nee, Smaragdholz habe ich definitiv nicht, glaube ich. Duriterz wahrscheinlich auch nicht. Also wir können das wahrscheinlich erst machen, wenn wir verbessertes Werkzeug haben, vermute ich mal. Der hat jetzt aber... Keine Pläne gehabt für Werkzeug. Ja gut, er ist Schreiner, ne? Vielleicht beim Steinmetz, dass der da... Obwohl, naja, so eine Axt ist ja eigentlich... Ach, schau mal an. Das schreibe ich mir jetzt mal eben auf. Also wir würden 72 Gold bekommen bei ihm für die Münze. Jetzt ist die Frage, wir müssten ja bei der anderen theoretisch mehr dafür bekommen. Aber wir könnten es hier auch verkaufen. Ich glaube, die kann man überall verkaufen, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine zweite Leiter. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo haben wir denn hier Emma? Wo ist denn hier der Tante-Emma-Laden? Da oben. Da. Hoch, rechts, hoch. Okay. Da kommen Erinnerungen wieder hoch hier. Wir haben hier direkt die Straße runter, haben wir direkt einen Tante-Emma-Laden gehabt. Und der war so cool. Also da war wirklich alles, was man so in dem Alter damals gebraucht hat. Oder halt nicht gebraucht hat, aber was man gewollt hat, sage ich mal. Der war richtig gut. Also der war richtig gut bestückt. Hallöchen, du bist Eugenia, sage ich mal. Scheiße.
Michelle, okay, ich vertue mich immer wieder. Hallo Gameplayerin, mit dem Bewässern ist das so eine Sache. Wenn du wirklich guten Boden hast, brauchst du nur noch selten gießen. Und ich habe gesehen, dass es mysteriöse magische Kristalle gibt, die den Boden mit Feuchtigkeit anreichern. Ja, vielen Dank. Solange du mir keinen schenken möchtest, ist mir... Ja. Es war hier, ne? Genau. Nein, geht nicht. Die hat gerade zu tun. Ich war eher hier. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Na gut, okay. So, wir haben... Ach so, die gibt uns gar nichts für die Münze. Oh, wo war ich jetzt gerade? Beim Schreiner, ne? Bei Till. Schreibe ich mal eben mit dazu. Also er würde 72 geben. So, wir haben jetzt gesagt, dass wir... Also die auf jeden Fall verkaufen, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich schreibe mal eben auf. 3.645 für 3. So, kann ich ja später nochmal ausrechnen. Das Problem ist nur, ich weiß gerade nicht mehr, was es ist. Wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, dann verkaufe... Moment, das können wir hier mal eben... Ah nee, verkauft der nicht. Bauernsalat war das. Okay. Bauernsalat. Weil den habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht auf der Liste drauf. Das heißt, das werde ich dann auch heute noch vervollständigen im Blog. Und das war Pellkartoffeln mit Quark. Pellkartoffeln mit Quark. Dafür bekommen wir für einmal drei... Nee, das ist 900, ne? 994. Oh. Können wir zwar alles nicht herstellen, aber ist auf jeden Fall viel Geld. Okay, dann verkaufen wir das und dann verkaufen wir das. Das können wir natürlich auch so gut gebrauchen, aber ich würde es halt gerne... Ich würde es gerne mal eben erstmal splitten. Moment, gehen wir erstmal ins Inventar. Dann... Nee, das ist jetzt wieder alles. So. Achso, dann kann ich mir das auch in einem mal aufschreiben, ne? Die Frage ist jetzt, einen brauche ich auf jeden Fall. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wenn wir einen verkaufen, haben wir jetzt wieder das alte quasi. Ich kann mir nochmal aufschreiben, 1215 für einmal. Also einmal verkaufen wir auf jeden Fall. Was hat ihn da? Kriegersglück, ach das war das. Einmal brauchen wir auf jeden Fall für die nächste Folge, weil ich habe sonst keine Schöpferkraft mehr. Die Frage ist, machen wir viel? Wir brauchen ja dieses Holz. Wenn ich wüsste, wie dieses Holz aussieht, beziehungsweise dieser Baum halt aussieht, ich befürchte, da sich wenige Leute so intensiv mit den kleinsten Details des Spiels auseinandersetzen wie ich, befürchte ich, dass ich darüber nichts finden werde. Aber ich würde mal beim Entwickler nachfragen, weil bevor ich jetzt hier, ich meine, ich werde eh wie blöd in der Gegend rumrennen, weil ich nicht weiß, wo der Baum ist. Es wäre aber halt ganz gut, wenn ich wüsste, wie die aussehen. Oder optional könnte ich theoretisch auch auf dem privaten Stand mal ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Und das wäre, glaube ich, generell besser. Und dann mache ich mal Screenshots von den einzelnen Bäumen. Was das für ein Holz ist. Dann mache ich da mal einen Blogbeitrag. Also es wird wohl ein paar Tage dauern, nehme ich an. Dann werde ich mal einen Blogbeitrag machen bei Gameplayerin, wo ich dann die einzelnen Screenshots von den Bäumen rein posten werde und dann auch mit dazu schreiben werde, was das für ein Holz ist. Ob das ein normales Nadelholz ist, ob die vielleicht auch Früchte tragen, das könnte ich ja noch mit in eine da reinschreiben. Ja, wobei, wenn es Pflaumenbaum ist, dann sollte man das eigentlich wissen, dass der dann Pflaumen hat. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also damit das so ein bisschen übersichtlich ist. Das wäre eine gute Idee. Das habe ich mir selber gerade im Gedanken auf die Schulter geklopft. Ja, was mache ich jetzt mit dem Essen? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt gar kein Essen herstellen kann, ist das natürlich schlecht. Ich würde gerne eins davon verkaufen, weil das wahnsinnig viel Geld bringt. Ich würde gerne gucken, dass ich unterwegs einfach irgendwie, keine Ahnung, Pilze oder sowas einsammle und mir die reinstopfe, damit ich wieder was gegessen habe.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das Problem ist, die ganzen Pilze. Was haben wir denn jetzt gerade? Sommer, ja, Tag 6. Kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, was das jetzt ist. Also, ob das jetzt, keine Ahnung, die erste Woche ist, die zweite Woche ist. Also, es sind, meine ich, keine 30 Tage, oder? Ich meine, es wäre kürzer hier drin. Was ist mit dir? Chloe. Denk daran, heute ist Ruhetag in meinem Restaurant. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich muss mich auch mal einen Tag lang um die Einkäufe kümmern. Ja, ist ja okay. Motz mich doch nicht so an. Und du sagst immer noch nur das Gleiche, oder? Ja, du sagst gar nichts, besser gesagt. Der starrt immer noch vor sich hin. Kann man dir nicht irgendeinen Trank geben, dass er wieder normal wird oder so? Also irgendwie, der macht mir echt Sorgen. Ich mache mir da echt Gedanken drum, was mit dem Typen ist. Also irgendwann, entweder kippt der tot um. Also ich gehe davon aus, dass wir mit dem noch eine Quest kriegen werden, weil das ist so auffällig irgendwie, dass wir dem helfen müssen. Ja, da komme ich halt nicht drüber weg hier. Wo bin ich denn jetzt? Wer bist du denn jetzt? Jonas. Jonas hat auch keinen Bock mit mir zu reden. Na gut. was ist mit dir? Erstmal, hast du was mit mir zu besprechen? Nein, hast du nicht. Okay. Und dann, er nimmt die Münze auch nicht an. Das nimmt tatsächlich nur der Schreiner an, oder was? Ach so, Moment, wegen dem Werkzeug wollte ich aber gucken. Genau. Baut Stein geringerer Härte gut ab. Reicht nur für weiches Gestein. Ja, zum selber herstellen ist das nichts, ne? Für das Schmuckhandwerk. Eisenspitzhacke. Achso, war das eine Eisenspitzhacke hier? Das ist eine Eisenspitzhacke. Die kostet 5.760. Das kostet jetzt nur die Hälfte. Benötigt Nadelholz. Weiche Polster habe ich nicht, ne? Die Kupferspitzhacke, okay, die hätte ich. Ich glaube. Nee, Moment, Eisenerz habe ich, glaube ich, auch nicht, oder? Habe ich jemals Eisenerz gehabt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich kann ich Eisenerz nur mit der anderen Spitzhacke machen. Also nehme ich an. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel wieder vergessen irgendwie. Ich versuche mir dann alles zu merken, aber das sind dann so viele Infos und das sickert dann irgendwann wieder durch. Es tut mir leid. Duriet. Ich habe keine Ahnung, was Duriet jetzt ist, aber ich denke mal, das ist härter. Ja gut, bei 15.000, das ist wahrscheinlich dann auch Duriet. Nee, das ist eine normale Schaufel. Aber die Erntesichel, die gibt es nur. Das ist ja auch eine normale, ne? Das ist eine Kupferhacke. Doch, eine Eisenhacke haben die noch, aber die haben dann keine Eisenschaufel. Das wundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich damit die anderen Bäume machen kann, die ich brauche, würde ich sagen, dass ich die tatsächlich erstmal kaufe. Leider können wir nicht beide kaufen. Andererseits, wir könnten theoretisch beide kaufen, wenn ich den einen Teller Essen noch verkaufe. Gut, im Moment brauche ich natürlich die Eisenspitzhacke noch nicht. Andererseits, die werde ich noch brauchen, das weiß ich. Ich glaube, ich nehme die Eisenaxt. Ich bin hier die Folge so gnadenlos am Überziehen gerade. Ich nehme jetzt erstmal die Eisenaxt. So. Und dann werde ich hier erstmal die Eisenaxt gegen die Kupferaxt austauschen. Und ja, ich weiß es nicht. Wir würden 1.000 kriegen, wenn wir jetzt das noch verkaufen würden. Das ist so ein Zwiespalt. Ich will halt auch nicht das ganze Geld jetzt ausgeben. Gut, die Ernteleiter, die haben wir jetzt schon. Jetzt wird die schon wieder müde. Ich krieg hier echt zu viel. Kann man irgendwie Kaffee zaubern oder so einen Wachheitszauber oder sowas machen? Ich meine, ich habe Kaffee neben mir stehen. Die kann gerne was abhaben. Habe ich kein Problem mit. Moment, wo war jetzt der Schreiner Till? Der ist noch eins weiter nach unten. Ich würde dem jetzt einfach mal eine Münze verkaufen, weil anscheinend kann man die ja nirgendwo anders verkaufen. Hier war das, ne? Hier war ich auf jeden Fall schon mal drin. Aber ich frage mich, warum man das nur ihm verkauft. Ich hätte das jetzt eher dem Steinmetz zugetraut, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, was heißt alle verkaufen? Ich habe da nur eine dabei, du Schlauberger.
Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall. Ne, haben wir, glaube ich, noch immer nicht genug. Ne? War ein bisschen mehr, meine ich, was wir brauchen. Dann gehen wir jetzt noch mal eben zur Mona. Hallo? Quatsch, zur Emma, meine ich. Moment, die ist höher. Ist noch eins höher, ne? Chloe? Emmas Lebensmittel. Doch, ja, klar. Nein, nicht die Augen zufallen lassen. Oh nein, jetzt sag mir. Ah nee, das ist die vom Kaffee, glaube ich, hier. Wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, die ist nicht mehr da. So. Ach so. Ach nein. Ich hasse es. So. Jetzt aber. Das möchten wir einmal verkaufen. Möchte ich nicht, aber irgendwie muss ich ja Geld bekommen. So. Was ist mit dir? Du sprichst gar nicht mit mir. Okay. Dann würde ich gerne, bevor mir jetzt die Augen komplett zufallen, noch die Spitzhacke holen. Und nicht doch jetzt richtig, ne? Immer weiter nach oben. Und da nochmal rüber. Da ist der Steinmetz. Genau, habe ich die beim Steinmetz doch geholt. Also geholt habe ich sie noch nicht. Die Axt habe ich da geholt, meine ich. Dann können wir zumindest auch andere Sachen nämlich schon mal machen. Und ich hoffe, dass ich dann auch mehr bauen kann. Also, dass ich halt mehr besorgen kann von dem Material und dass ich da noch mehr bauen kann. So. Ich gebe jetzt hier mein letztes Hemd für dich, ne? Also, liefer mir Qualität. Ach, das war sogar 2,7. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gerade. War das nicht eben noch? Ach nee, ich hatte das zusammengerechnet, hatte dann grob überschlagen 4 und dann 5. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt eben nicht günstiger? Okay, gut. Das lassen wir so, das tun wir dann gleich zu Hause rein. Da müssen wir erstmal nach draußen, weil sonst kann ich nicht. So, ja, nach rechts kann ich nicht laufen, warum auch immer. Ich musste erstmal nach unten. So, ich weiß, du willst schlafen und ich weiß auch, ihr wollt jetzt auch nicht so lange gucken, aber ich glaube, diese Folge muss ich jetzt ausnahmsweise mal so lange lassen, weil. Ja. Vielleicht kann ich irgendwo unterwegs nochmal ein bisschen schneiden, wo ich gelaufen bin oder so. Dass das nicht ganz so lange ist. Wo habe ich den denn jetzt schon wieder her? Moment, können wir das. Er macht es nicht bei dieser Truhe. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Hier macht er das. Bevor du jetzt hier deine Äuglein ganz schließt, mache ich das mal eben mit dazu. So. Und ja, die kann ich ja eigentlich wegtun. Die tue ich jetzt erstmal hier oben hin. Da sind natürlich auch noch Sachen drin, die wir eigentlich brauchen für die Quest. Also, wie wir das machen sollen, weiß ich noch nicht so genau. Dann muss ich die einmal splitten. So. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal eben hin. Genau, da braucht er nämlich nur die Ernteleiter. Ach, Eisenerz habe ich tatsächlich, doch. Ah, gut. Ja, Steinholz, ich habe keine. Was war denn das? War ich das? Hallo? Geht es euch gut hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich mein Eichhörnchen eigentlich nochmal gefüttert? Moment, ich hole hier nochmal eben so ein Ding raus. So. Eichhörnchen, hallo. Ich will ins Bett. Wo bist du? Vielleicht ist es drin. Keine Ahnung. Hallo, Eichhörnchen. Ich wollte dich füttern. Flauschi? Flauschi, wo bist du? Ich glaube, ich habe dich gerade gehört. Ja, ich weiß es nicht. Ah, doch, da. Ist es doch. Ja, ich habe dich gerade gefüttert. Was denn? Flauschi, geht es gut. Das ist gut.
Wieso wird mir jetzt das Urkorn angezeigt, wenn ich auf Flauschi klicke? Aber egal. Genau, du bleibst hier, Flauschi. Ich gehe jetzt ins Bettchen. Ja, dann verabschiede ich mich schon mal, wenn ich jetzt nach hier oben gehe. Wir werden dann mal in der nächsten Folge schauen, ob wir das schon hinkriegen. Vielleicht kriege ich das ja vorher schon mal hin, mich darum zu kümmern. Wie wir denn dieses Holz kriegen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Ich gucke noch meine Aufnahme nach. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine bessere Axt und wir haben auch schon mal eine bessere Spitzhacke. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Und hoffentlich bringt uns das was. Mal sehen. Guck mal in der nächsten Folge mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!